Und noch etwas Erfreuliches. Der 1. FC Saarbrücken führt in der Tischtennis-Bundesliga gegen Bremen derzeit mit 2:0. Dies ein Zwischenergebnis. Ursula Jakob ist da, Sportwartin, und Kirsten Falk, Spielerin des TTSV Frau-Lautern. Beide warten gespannt, wie der ganze Verein jetzt auf die Quizfrage im Saar-Sportquiz. 200 Euro, die Möglichkeit zu gewinnen, zur Verfügung gestellt von der Sparda-Bank Südwest. Gut gespielt, dennoch verloren. Christina Barua aus Hohexweiler diese Woche bei den US Open in New York. Zweitrunden aus gegen die Weltranglisten-Erste Darina Safina. Bereits nach Runde 1 beendet der Auftritt des Orscholzers Benjamin Becker. Und dies an dem Ort seines bislang größten Grand-Slam-Erfolgs, der Sieg gegen Andre Agassi 2006. Eine Runde später damals dann die Niederlage gegen eine weitere ehemalige Nummer 1, gegen Andy Roddick. Unsere Frage: Welche Runde erreichte Benjamin Becker bei den US Open 2006? Jetzt wollen wir mal schauen, ob die Tischtennisspieler Ahnung vom Tennis haben. Sie können rumfragen, 30 Sekunden. Hat jemand Sie können Ahnung? Mutig mitraten. Ja. Tennis, wo sind die Tennisexperten? Wer kennt sich mit dem größeren Ball auch ein bisschen aus? Wie viel? 2006, da hat doch eine... Viertelfinale. Nee, Medaille haben wir nicht gewonnen. Viertelfinale. Viertelfinale. Ja. Ausgeschieden im? Wir tippen auf Viertelfinale. Und es ist so knapp vorbei. Es war das Achtelfinale. Schade drum. Aber deswegen läuft es umso besser beim TTSV Frau Lautern. Wir haben jetzt sehr viel gehört von der ersten Damenmannschaft. Gibt es da sonst noch was? Ja, wir haben also 4 überregional spielende Damenmannschaften. Mhm. Und wir haben das Konzept, dass wir also den Jugendbereich sehr stark fördern und vor allen Dingen auch die Jugendspielerinnen in unseren Mannschaften die integrieren. Und das ist schon ein langjähriges Konzept. Und ja, wir haben einige Spielerinnen, die also dann zum Beispiel in der Oberliga eingesetzt werden, unsere amtierende saarländische Schülermeisterin, ja, und auch die eine Jugendmeisterin, die auch bei uns in der Oberliga spielt, in der dritten. Aber die Kirsten kann vielleicht auch noch was sagen. Hat selbst ja schon mal Bundesliga gespielt, dann gab es ein bisschen Rückenprobleme. Haben die Talente eine echte Chance nach oben? Man muss sagen, es ist schwer, aber man sollte nie sagen. Wir haben zurzeit eine luxemburgische Nationalspielerin im Jugendbereich. Man schreibt Luxemburg auch immer gerne sehr schnell ab, aber sind auf Jugend-Europameisterschaften auch sehr weit gekommen und haben nur knapp gegen die deutsche Nationalmannschaft verloren. Es ist schwer, aber man soll natürlich nicht von Anfang an sagen, das ist nicht machbar. Also wenn die Jugend eine Chance hat im Tischtennissport bei den Frauen, dann ist es in Frau Lautern. Können wir es auf den Punkt bringen? Ja, also jetzt als Frau Lauternerin sage ich natürlich, das ist so. Aber ich denke, das Saarland ist klein und wir haben ja auch noch zweite Liga eben beim ATSV Saarbrücken. Ann-Kathrin Herges hat auch schon bei uns gespielt. Aber trotzdem, wenn sie in die Spitze wollen, müssen sie nach Frau Lautern kommen und dort kriegen sie dann auch erste Bundesliga geboten. Dann sage ich Dankeschön und wünsche viel Erfolg mit dem Gesamtkonzept und beim nächsten Mal auch im Quiz. Ja, Dankeschön für Ihr Kommen. Dankeschön, dass Sie zugeschaut haben. Mehr Sport gibt es nachher noch im aktuellen Bericht. Und Ihnen wünsche ich noch dazu einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.